Servus, da ist aber der Gecko. Und der Gecko ist fix und fertig. Muss dir vorstellen, ich bin ja so ein bisschen Survival, Outdoor, Bushcraft, sonst was, Fan, nur passiv. Also, selber ist mir das zu anstrengend, aber ich schaue mir das verdammt gern an. Und wenn dich das auch interessiert, hast du wahrscheinlich gesehen, dass Seven vs. Wild Staffel 2 angelaufen ist. Und ich schaue mir nichts ahnend die erste Folge an, so gut drei Viertel durch, und dann sehe ich das. Otto, Bundesheerler, Kampfmaschine mit Pfeil und Bogen. Na, mehr brauchst du nicht. Und dann habe ich noch genauer hingeschaut und dann sehe ich, dass vom Zeichen vom Otto Viere oder Pfeil fliegt. Irgendeine so eine Linie am Boden ist. Das schaut für mich sehr nach Mausbandel aus. Also hat nicht der Otto sich einfach einen Bogen gebaut, weil er meint, er muss als Bundeswehrsoldat ja bewaffnet sein auf seiner Insel, sondern ich gehe davon aus, dass alle einen haben und das entsprechend eine Challenge ist, auf eine gewisse Entfernung mit einem selber gebauten Bogen irgendwas zu treffen. Ja, und da kann ich mir jetzt natürlich nicht mehr zurücklehnen in meinem wirtlichen Sessel da, sondern das muss ich mir anschauen. Und da muss ich auch was dazu erzählen. Und wenn es soweit ist, schaue ich mir alle Bögen an, alle Schützen und schau, was die so treiben. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwer von denen jemals einen Bogen in der Hand gehabt hat, geschweige denn einen gebaut hat. Beim Otto glaube ich es eher nicht, der ist mehr auf das lautere Zeug geschult bei der Bundeswehr. Aber bei den anderen habe ich keine Ahnung. In der ersten Staffel hätte ich vielleicht noch gewusst, den Survival Martin, der hat auf seinem Kanal hin und wieder mal so Bogenvideos, der kann Bogen schießen, aber ich glaube, von allen anderen habe ich dahingehend noch nichts gehört. Also es wird extrem lustig werden, wie Leute, die noch nie mit einem Bogen geschossen haben und keine Erfahrung haben, sich da einfach mitten auf der Insel am Bogen bauen und versuchen, mit dem irgendwas zu treffen. Ich freue mich voll und ich werde es euch auch erzählen, was ich mir dazu denke. Bis dann, Gecko aus!